Adventszeit für mich bedeutet, viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Gerade wenn man sich durch das Jahr, also im Jahr, nicht viel gesehen hat, dass man dann zusammenkommt, Dinge unternimmt, sei es jetzt Backen oder Gesellschaftsspiele spielen wir viel. Und was noch nicht fehlen darf? Wie man erkennen kann, sind wir absolut in Weihnachtsstimmung und wir haben gerade unsere Weihnachtskrippe, die ist super traditionell, vom Dachboden runtergebracht und werden die nun aufbauen zusammen und ich nehme euch da mit. Das macht Alicia Ludwig aus Kleinseelheim regelmäßig, ihre Follower mitnehmen bei Instagram und TikTok. Bin kein Fan von irgendwas stellen, also soll immer authentisch sein. Also ich glaube, das kam einfach wirklich durch die Corona-Zeit auch, dass die Leute viel mehr am Handy waren, man war ja wirklich zu Hause. Und wenn man dann regelmäßig was postet, am besten noch was, was andere Leute interessiert, dann hat man Chancen auf einen großen Wachstum. Zu einem gelungenen Weihnachten braucht Alicia drei Zutaten. Die Krippe, die darf an Weihnachten auf gar keinen Fall fehlen. Die steht jede Weihnachten. Ich muss zugeben, ich fand sie am Anfang oder die letzten Jahre nicht besonders schön, aber es ist einfach so eine Familientradition. Meine Mama hat die schon als im Kindesalter schon bei sich gehabt und das wurde schon in der Familie aufgebaut. Und deswegen ja, ist es, seitdem ich auf der Welt bin, bei uns ein Bestandteil. Backen macht Alicia auch gerne, aber beim Abtrainieren ist sie noch leidenschaftlicher. Ich war bis zu meinem Abitur Leistungsschwimmerin. Das heißt, ich hatte jeden Tag Schwimmtraining, jedes Wochenende Wettkämpfe. Und deswegen, ich bin einfach sehr diszipliniert dadurch und sehr zielstrebig. Und mache es jetzt einfach noch so aus Spaß an der Bewegung. Und die dritte Weihnachtszutat? Mit den Pferden in der Natur unterwegs sein und natürlich Fotos schießen. Also mit Pferden bin ich groß geworden. Ich wohne ja hier auf dem Land und seit ich laufen kann, habe ich, glaube ich, geritten. Es ist aber Westernreiten, also jetzt nicht klassisch Dressur, Springen oder so, sondern eher dieses Freizeitmäßige. Ich finde, selbstgebastelte Geschenke sind immer eine super Idee, um die Liebsten glücklich zu machen. Deswegen kann man super gut Fotoshootings machen mit der Familie, mit den Haustieren, mit was auch immer und dann schöne selbstgebastelte Weihnachtskarten machen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.